Hallo ihr Lieben, hier ist die Feli von Happy Hippocampus. Ah, ihr habt auch oft mal keine Lust in Vorlesungen oder Seminaren mitzuschreiben und wollt euch aber trotzdem alles möglichst jetzt schon merken, so dass ihr euch nachher dann nicht nochmal hinsetzen müsst und euch das Ganze einprägen müsst. Dann habe ich heute für euch einen guten Tipp, wie ihr das umsetzen könnt. Und zwar, in der Vorlesung nehmt ihr entweder einfach den Vorlesungssaal als eure Route oder wenn ihr im Seminar sitzt, einfach den Seminarraum oder ja, im Präpsaal könnt ihr den Präpsaal als Route nehmen, also einfach den Ort, wo ihr euch gerade befindet und da fangt ihr dann einfach an, meinetwegen an der Türe und legt dort der Reihe nach als Bilder die Informationen ab, die euch gerade vermittelt werden. Also jetzt zum Beispiel in der Chemievorlesung die einzelnen Formeln der Reihe nach oder in Biologie die einzelnen Organellen von der Zelle oder in Biochemie die Stoffwechselwege in der richtigen Reihenfolge, in Anatomie die Arterien oder die Muskeln mit ihrem Ursprung und ihrem Ansatz und so weiter und so fort. So könnt ihr euch das Mitschreiben sparen und habt dann gleich schon eure Routen oder Geschichten im Kopf gebastelt, mit denen ihr es dann später in der Prüfung wieder euch herleiten könnt. So habt ihr dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil ihr später euch da heimlich nochmal hinsetzen müsst und euch dann die Route erst groß überlegen müsst. Ja, jetzt fragt ihr euch sicher, ja toll, wir haben aber immer im selben Raum Seminar oder immer im selben Raum die Anatomievorlesung. Irgendwann ist der Saal doch mal voll. Ja, das stimmt. Ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr in die Vorlesung geht und euch vorher schon im Kopf überlegt habt, welchen Ort ihr denn nehmen wollt, um das und das Thema abzulegen. Also überlegt euch dann eben vorher, ah ja, da nehme ich die und die Wohnung, da nehme ich das Schwimmbad zum Beispiel oder den Bahnhof oder die Kirche oder meine Schule von früher oder meinen Kindergarten. Das überlegt ihr euch einfach vorher, dann setzt ihr euch rein und legt dann eben in Gedanken in diesen Räumen, die ihr euch vorher ausgesucht habt, den Stoff der Reihe nach ab. Ja, das ist auch super, um das einfach zu trainieren, das Ablegen. Am Anfang läuft es vielleicht ein bisschen zäher noch, bis ihr euch Bilder überlegt habt und die dann schnell da verknüpft habt mit der Route, aber das geht dann immer schneller und schneller. Und wenn ihr das wirklich dann jeden Tag übt, wenn ihr in die Vorlesung geht, dann ist es gar kein Problem mehr am Ende. Dann habt ihr ratzfatz eure Routen und Geschichten gebastelt und braucht viel weniger Zeit zum Lernen. Ja, ich hoffe, dieser Tipp hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne ein Like da und schreibt es in die Kommentare. Dann freuen wir uns. Okay, macht's gut. Bis bald. Ciao.